Moin Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Runde Phasmophobia. Wir sind wieder im Camp und wollen das Osterevent abschließen, nachdem es gestern leider nicht geklappt hat. Also gehen wir direkt rein. Wir haben David Harris. Schieße ein Foto vom Geist, reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherwerk, finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Ja, Foto vom Geist wollen wir ja eh machen, glaube ich. Das müsste dann das Osterevent abschließen. Gut. Ist auf jeden Fall diesmal nicht kalt, es schneit nicht. Das ist schon mal gut. Nehmen wir Taschenlampe, EMF-Reader und Thermometer. Wir checken einmal kurz die Temperatur. 14,2 Grad. Okay, das sollte uns auf jeden Fall helfen, kalte Bereiche im Lager zu finden. Dass wir es dann schnell identifizieren können. Aber ich glaube, trotz allem werde ich erstmal mit dem EMF-Messgerät durchgehen. Den Breaker anschalten. Er ist generell auch viel freundlicher. So, dann hoffe ich mal, dass er mich diesmal nicht holt. Frag mich nur, war ich zu langsam mit dem Zumachen des Zelts, aber eigentlich müsste der Räuchereffekt da noch angehalten werden. Ich weiß es nicht. Mir war da mich eiskalt geholt. So. Aber wo bist du? Ich überlege gerade, habe ich gerade beim Laufen eigentlich meinen Atem gesehen? Das war letzte Runde auch dicht. Hier liegt der Knochen. Tja. So weit, so normal. Nichts Außergewöhnliches. Es schmeißt nichts, er macht nichts. Auch in den Zelten sein. Zählt das als Raum? Das wäre natürlich mies. Aber 13,6 Grad, alles hier noch unspektakulär. Gehen wir mal hier hinten hin. Hier waren wir jetzt noch gar nicht. 13,4. Vierzehn. Wie sieht's denn hier aus auf dem Klo? 13,2. Vierzehn. Hier überhaupt 12,9. In der Feuerstelle haben wir 8 Grad. Okay, das scheint für diesen Bereich zu sprechen. 6,4. Ja. Oh, hat da was geschmissen. Ein Zweier. Okay. Das, jetzt haben wir es zumindest schon mal eingegrenzt. Hat uns jetzt nur doch schon 15% gekostet. Wir legen mal das Buch hin, stellen mal die Kamera auf. Müssen dafür dann jetzt natürlich. Die Lichter ausmachen, damit wir auch Orbs sehen können. Machen wir das Ganze einmal. So, das müsste eigentlich schon reichen, um Orbs zu sehen.
Aber die sieht man jetzt schon mal nicht. Okay, dann würde ich jetzt mal die Dots platzieren. Und vielleicht auch ein Kruzifix hinlegen. Ja, EMF haben wir. In der Nähe des Geistes mit Räucherwerk. Können wir auch mal. So, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Bereich mit eingegrenzt. Machen wir hier auch nochmal das Licht aus. Ey. Das Gerasche hier im Busch immer. Machen wir das. Dann gehen wir mit der Geisterbox mal rein. Geisterbox und UV, also ich glaube, den Orb würde ich rausnehmen. Oh, EMR5 müssen wir mal gucken. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Kannst du sprechen? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Sprich mit mir. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Sprich mit mir. Bist du freundlich? Bist du hier? Bist du aggressiv? Willst du spielen? Mach die Tür auf. Junge. Alter. Was? Warte mal, es gibt doch einen Geist, der so eine Jagd faken kann. Der sogar die Haustür zuschlagen kann. Oder ist das, weil jetzt hier die einzige Tür ist? Oh, Mist. Wer war denn das? Tja. Vom Geist selbst die verborgenen Opfer finden, um ihn zu erschöpfen und nachzustellen. Diogen kann das Leben spüren und kann vor ihnen nicht davonlaufen. Nee. Taie. Taie werden mit der Zeit schwächer. Oh, welcher Geist war das? Also, ja, Sparbox. Sehe ich schwer. Würde ich jetzt einfach mal rausnehmen. Und da habe ich mich gerade schon mal fast ein bisschen nass gemacht. Buch ist noch unbeschrieben. Was sagt die Temperatur? 4,5 Grad noch. EMF ist relativ unspektakulär. Also wir haben jetzt erstmal Mischen hier Bild machen. So gerne wie der sich zeigt, sollte das kein Problem sein. Ist jetzt die Frage, weil das die einzige Tür ist, kann er nur die zuhauen? Um von 0 auf 5, liegt das jetzt am Event oder ist es bei EMF? Was passiert, wenn ich EMF 5 einlogge? Ist der Dämon raus? Mal wieder ein Uni? Zeigt sich gerne in seiner Präsenz? Ich logge es mal vorsichtig ein. Ich würde dafür sprechen, dass wir noch Gefriertemperatur bekommen.
Dots. Wir können ja die Dots mal beobachten. So Orbs sieht man auf jeden Fall nicht. Das ganze Camp ist dunkel. Wir haben Nachtsicht an. Nichts ist zu sehen. Jetzt überlege ich gerade, ob es nochmal Sinn macht, auch noch einen zweiten Dots-Projektor mitzunehmen, weil ja, er kam von da hinten, vom Zelt rausgelaufen. Vielleicht sollten wir es da nochmal prüfen. Machen wir es mal so. Den Generatoren. Gut, die kann ich ja einbeiten. Checken kurz die Temperatur. 3,7 Grad. 4,3. 3,8. Okay, ne, im Zelt ist er nicht. Das kann ich mal sagen. 3,7. War witzig. Ich gehe nur ins Zelt und... Okay, so viel Gamma ist es jetzt hier gerade nicht. Aber es ist doch schon ein Unterschied. EMR5, ja, haben wir jetzt bestätigt. Okay. Checken wir auch hier nochmal nach Orbs. Da hinten schmeißt er fröhlich. Das ist noch nicht so kalt. Dass ich jetzt sagen würde, ja, hier ist er. Legen wir das Buch mal da auf die Ecke. Aber ist klar, jetzt habe ich die Kamera. Was macht er jetzt? Zeigt sich nicht mehr. War so klar. Eigentlich trotz liegen. Buch liegt. Freezing habe ich gecheckt. Das war aber noch zu warm. Jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass er sich irgendwie in den Dots zeigt. Oder auch nicht. Einfach beobachten, Geduld haben. Jetzt habe ich mal kurz zum Aufnahmegerät rübergeschaut und wahrscheinlich ist er in dem Moment durchgelaufen und hinterher sage ich, ah, keine Dots. Fußabdrücke muss ich gleich nochmal checken. Dafür würde ich mir wieder Salz mit reinnehmen, ihn durchlatschen lassen und dann hoffen, dass ich vielleicht was sehe. Oder auch nicht. So. Aber jetzt beobachten wir ihn ja schon eine gute Zeit. Da kommt nichts. Keine Silhouette zu sehen. Nichts, was durchläuft, obwohl da fröhlich Sachen fliegen. Und eigentlich hätte er sich schon zeigen müssen. Da rollt ein Fußball. Schön. Schön. Ich weiß nicht, so kleine Gegenstände ist schon weit geflogen. Aber das ist auch, der ist raus. Nee, Wettergeist ist raus. Komm, ich check jetzt mal UV. Lampe habe ich schon drin liegen.
Na komm, du warst hier gerade die ganze Zeit aktiv. Dann wirst du jetzt hier wohl durch das Salz laufen können. Ja, okay, Fußabdrücke. Hier wunderschön zu sehen. Gut. Dann haben wir EMF, dann haben wir Ultraviolett. Und das würde ich rausnehmen, doch. Oder Gefriertemperatur. Oder Gefriertemperatur. Und ein zweites Mal rein. Boah, vielleicht hat er in der Zeit das eine Mal beschrieben. Ja, da liegt der Stift noch. Da hat er noch keinen Bock gehabt. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon lange genug auf der Map, dass du mir Freezing geben kannst, ne? Oder vielleicht doch Dots. Wenn du nicht ins Buch schreiben magst. Hört sich nicht gesund an. Temperatur wird war hier gerade niedriger. Spricht das eigentlich dafür, dass er gerade bei mir in der Nähe ist? Temperatur? Weiß ich nicht. Sorry. Tja, ich weiß es nicht. Soll das echt so lange dauern, bis ich Freezing kriege? Der Beikugel geht da schon wieder rum. Sorry. Aber man sieht einfach nichts. Kann's die Box noch sein, eigentlich? Nee. Buch oder Freezing? Wir nehmen nochmal ein Kruzifix mit. Der macht es mir echt nicht leicht, ne? Falls er mir irgendwo offensichtlich einen Hinweis gegeben hat und ich habe ihn übersehen, dann schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Sorry. Mann, dieser hartnäckige Husten. Wir sind halt vom Freezing irgendwie noch meilenweit entfernt. Aber in die Bücher will er auch nicht schreiben. In den Dots zeigt er sich auch nicht. Was mache ich da jetzt draus? Ich hole mir erstmal den Knochen. Der war doch hier irgendwo in dem Zelt, oder? Checken wir das mal ab. Vielleicht ändert sich ja in der Zeit was an der Temperatur.
Nö, nö. Zeige dich. Wo bist du? Oh, den Breaker mal aus. Immer noch zu warm. So. Passieren hier in einer Tour Sachen. Nur durch das, was passieren soll. 1,8 Grad. Oh. Gehen wir jetzt runter? Gehen wir jetzt runter? Sind wir soweit? Oh, 2,7. Jetzt wird es schon wieder wärmer. 1,1. Komm, 0,9, dann weiß ich's. Mehr will ich doch gar nicht. Einfach 0,9. Bitte, bitte. Ist natürlich auch klar, dass er 0,6. Freezing. Meiling. Okay. Mal gucken, mit was für Geistern was denn hier zu tun. Meiling. Wahrscheinlich lese ich jetzt und sehe dann, ach ja. Ja, der die Gitter zuschlagen kann. Einmaling ist ein sehr lautstarker und aktiver Geist. Das heißt, dass er bei der Jagd auf ihre Beute besonders leise sind. Einmaling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Meiling geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Das heißt, den müsste ich eher übers Parabolmikrofon hören. Zeige dich. Zeige dich. Anfang der Runde zeigt er sich nur. Jetzt, wo ich es brauche, fürs Bild. Keine Chance. Kein Bock mehr. Ich bin jetzt nochmal gegenchecken. Das Gebrumme ausmachen hier. Was ich aber machen kann, ist jetzt wieder an. So. Machen wir hier noch den Schalter an. Dann leuchtet alles schön. Vielleicht hat er jetzt ja mal ein bisschen mehr Lust, was zu machen. Aber gefühlt war er vorhin, als der Breaker an war, aktiver. Aber. War auch nur so ein Gefühl. Zeige dich. David Harris, zeige dich. David Harris, wo bist du? Zeige dich. David Harris, wo bist du? David Harris.
will doch nur ein Foto machen. Das brauche ich auch unbedingt. Gibt es denn hier irgendwo Cursed Objects? Irgendwas Verfluchtes? Wodurch er sagt, hey, ich zeige mich. Tja, irgendwie nicht. Keines der Kinder ein Ouija-Brett mit? Oder eine Voodoo-Puppe? Irgendwie? Nein. Hat doch die Voodoo-Puppe. Was machen, aber dann brauche ich auf jeden Fall noch das hier. Die können wir hier lassen. Dann nehme ich das mit. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber. Oh mein Gott. Jetzt hoffen wir mal, dass das geklappt hat. Oh. No way. Gut, ich kann ja nicht mehr das Herz treffen, ne? Das ist ja schon durch. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal diese Puppe in die Hand. Toll. Ah, Mann, ey. Ich habe auf jeden Fall der Sanity die Kurve geschraubt. Oh, das zählt mal gut. Oh, pack. Pack. Oh. Okay. Langsam wird's eng. Ich will nicht noch einen dritten Anlauf nehmen. Meine Güte, ey, das kann doch nicht sein, dass das vorhin kein Geisterfoto war.
Wieso? Ich habe nichts gedrückt. Wieso ist das abgefackelt? Oh Mann, ey. Okay. Zeige dich. Zeige dich. Zeige dich. David Harris. Nur damit ich gleich schnell wechseln kann. Wo bist du? Ja, mir leid, dass es doch jetzt länger dauert. Ich hoffe, ich werde nicht schon wieder weggehauen. Ich würde eigentlich gerne jetzt die Trophäe einsammeln, weil ich glaube, allzu lange ist auch nicht mehr. Zeige dich. Also wenn das jetzt kein Geisterfoto war. Ja. Waldgeist. Oh, wir haben es geschafft. Meine Güte, das war aber... Oh, da habe ich echt gerade gedacht, da killt es mich wieder. Ja, da krabbelt er, glaube ich. Das müsste sein. Okay, warum habe ich eigentlich immer krabbelnde Waldgeister? Krabbelt er immer? Okay, also, mein Ding. Abfahrt. Mit 11% Sanity, letzten Räucherstäbchen. Haben wir es wahrscheinlich geschafft. Schauen wir mal. Bin gespannt. Welcome back. I've prepared some jobs for you. What? Wie kann das sein? Habe ich es dadurch nicht geschafft? Moment. Geister. Djinn. Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wieso hatte ich den Meiling noch? Was habe ich falsch gemacht? Ich muss mich verklickt haben. Habe ich statt Gefriertemperatur Geisterbuch angeklickt? Oh mein Gott. Ja. Ja, schade. Dann war das für die Katz. Ich werde es jetzt aber einfach, glaube ich, off-camera machen. Wir hätten es geschafft. Ich hätte es geschafft. Wenn ich nicht so bräsig gewesen wäre und den falschen Beweis eingeloggt hätte.
Wahrscheinlich seid ihr schon vom Bildschirm eskaliert und habt gesagt, was macht der da? Oh mein Gott. Ja, gut, passiert. Was soll's, ne? Ja, okay. Einfach weitermachen. Ich werde es jetzt, glaube ich, einfach solo einmal schnell durchziehen, damit ich das abgeschlossen habe und euch nicht mit einem weiteren Video langweilen muss, wo es dann vielleicht schief geht oder so. Also, ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ihr wahrscheinlich mit dem Facepalm vor dem Fernseher oder Handy, Tablet, PC sitzt. Ja, gut, das passiert. Also, wenn es euch gefallen hat, trotzdem gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann auch das nächste Mal wieder reinschalten, wenn ich eine Runde Phasmophobia zocke. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, macht's gut. Ciao.